Let's start again. Moin ihr zum Ersten und zum Ersterinnen und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Minecraft Empire. Meine lieben Freunde, heute ist der große Tag. Der wirklich große Tag ist gekommen, meine lieben Freunde. Ich möchte euch nämlich jemanden vorstellen, ja? Jemanden vorstellen, der mit mir seit einiger Zeit, ohne dass ihr oder irgendwer darüber Bescheid weiß, an einer geheimen Waffe arbeitet. Für die große Schlacht, die uns am Dienstag bevorsteht gegen Gaia. Denn momentan seht ihr ja, ich bin ein lächerlicher Krieger. Ich habe alles verloren. Ich habe weder noch meinen Hammer der Gerechtigkeit oder des Friedens, geschweige mein mächtiges Schwert. Ich habe gar nichts mehr. Ich bin einfach waffenlos. Und ich habe zum Glück jemanden entdeckt, der sehr technisch begabt ist, der mir erzählt hat, oh, was haben wir denn hier? Oh, da ist ein bisschen Holz noch drin. Der mir erzählt hat, er hätte eine Möglichkeit, womit wir wirklich Gaia sehr, sehr, sehr schwer schädigen können. Und, ja, ich möchte ihn euch gerne mal vorstellen. Das ist mein guter alter Freund, der sehr technisch begabt ist, nämlich Igor. Igor? Siegfried? Sag mal, Siegfried, hast du Igor gesehen? Igor muss doch irgendwo hier sein. Aber was steht denn da auf den Schildern? Die geheime Waffe befindet sich, wie abgesprochen, am vereinbarten Ort. Grüße, Igor. Igor? Igor ist abgehauen, Leute. Oh, Manfred, hast du vielleicht Igor gesehen? Verschwindet. Och, Mann, ey. Jetzt ist Igor auch noch weggegangen. Ich weiß doch überhaupt nicht, wie die Waffe funktioniert und... Ach, du heiliger Bimbam. Was hat... Okay. Was ist das denn hier? Was hat Igor... Okay, Kohleblöcke und Dynamit? Was ist das denn hier? Wollen wir mal testen hier. Oh! Okay. Alles klar. Davon hatte mir Igor erzählt, von irgendwelchen Sprengkörpern, die er angefertigt hat, am vereinbarten Ort. Also wir haben ausgemacht, dass er etwas an dem Turm platziert für mich. Ja, dass dort die geheime Waffe ist, die wir im Einsatz gegen Gaia benutzen. Und Leute, ich weiß, es kribbelt euch wahrscheinlich schon in den Fingern. Ihr wollt unbedingt wissen, was die geheime Waffe ist. Da machen wir uns jetzt auf den Weg hin. Dann werden wir mit dieser geheimen Waffe in die alte Stadt fliegen. Denn, jetzt habe ich es schon ein bisschen verraten. Mist, Leute. Ich kann meinen Mund nicht halten. Wir werden auf jeden Fall uns in luftige Höhen begeben. Und dann werden wir in der alten Stadt uns nochmal die Situation anschauen, wie da alles aussieht. Und ich würde sagen, ihr seht jetzt einfach mal selbst. Ja, also Igor hat da bestimmt was vorbereitet. Und oh, da ist es ja. Das ist die geheime Waffe, meine lieben Freunde. Seht euch das mal an. Ich habe mir gedacht, ja, mit Goldi oder mit Lichti, das wäre viel zu gefährlich, ja. Wir wollen die beiden ja noch behalten und deswegen habe ich mir das Ding hier genommen. Und das ist richtig, richtig krass. Guckt euch das mal an. Ist das nicht geil? Ihr habt recht, es ist nicht geil. Was ist das denn hier? Steuerkonsole hier? Ah, okay. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Module? Okay, da hat er irgendwie... Ja, okay, nee. Nee, das nicht, nee. Ach, irgendwie die Kohle, ne? Ja, genau, die muss ja irgendwie... Ich glaube, die müssen wir noch in den Motor geben. Ha, sehr schön. Ja, gut, der Motor läuft schon mal. Oh, ja. Oh, das sieht schon gut aus, das sieht besser aus. Okay, Leute. Wir begeben uns jetzt auf Kurs, okay? 3, 2, 1 und... Ja, sehr schön. Okay, das Ding fliegt schon mal, Leute. Sehr, sehr schön. Also ihr denkt euch jetzt, was ist das denn für ein lächerliches Flugteil, ne, Leute? Aber wisst ihr, was das Krasse hier dran ist? Ja, hier kann ich zum einen erstmal in Ruhe mich drinne drehen und schön schießen, ja? Und ihr könnt euch wahrscheinlich auch denken, hier, ne, die Sprengkörper, die mir Igor gegeben hat, passt auf, die kann ich nehmen und zack, die können wir einfach so rausschmeißen. Da, guckt euch das an, putz, ja? Sehr geil. Wir machen uns jetzt auf jeden Fall mal auf den Weg in die alte Stadt und gucken uns da mal an, was da so abgeht mit diesem Fluggefährten. Und ihr könnt mir auf jeden Fall mal gerne Feedback geben, wie ihr das ganze Ding findet. Ob das eine mächtige Waffe sein könnte, ich denke schon. Weil von hier aus können wir auf jeden Fall Gaia seine Streitmächte in der Luft bekämpfen. Und da muss ich mir gar keine Sorgen mehr machen. Das ist die ultimative Waffe. Und falls ihr denkt, ne, das ist noch nicht alles. Ich kann sogar noch jemanden mit in diesem Fluggefährt mitnehmen, der auch kämpfen kann, ja. Also das ist schon wirklich eine sehr, sehr krasse Waffe. Ich bin mal gespannt, was die anderen sagen werden, wenn die das hier sehen. Aber das darf noch keiner sehen, Leute. Das ist ganz wichtig. Das muss bis morgen in der Schlacht geheim bleiben. Gaia darf von der ganzen Sache
nichts mitbekommen. Boah, guckt euch das mal an, wie schnell wir hier in der Stadt sind. Sehr schön. Dann fliegen wir da mal hin. So, und dann gucken wir mal. Ja, dann schauen wir uns mal das Ganze hier an. Oh ja, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier Feines? Oh nein, das sieht nicht fein aus. Das sieht nicht fein aus. Ach du Heilige. Die komplette Situation gerät außer Kontrolle, Leute. Ist ja gut, dass ich eine Geheimwaffe vorbereitet habe. Guckt euch das mal an. Das sieht hier gar nicht, das sieht ganz und gar nicht gut aus. Ach du heiliger Bimbam, was geht hier denn vor sich? Das sind noch mehr Kristalle geworden. Und da ist sogar ein roter. Da ist sogar ein roter Kristall aus der Erde gewachsen. Ah, sie reichen aber nur hier auf der Seite. Ach du Scheiße. Entschuldigung, Leute, dass ich das so sage. Aber das ist echt beunruhigend. Ich weiß gar nicht. Wow, vorsichtig. Ich fliege, glaube ich, jetzt erstmal zu meinem Haus und gucke erstmal, dass ich dort mein Flugschiff, was auch immer, wie man dieses Ding nennen möge, ja. Ihr könnt dem ganzen Ding ja gerne einen Namen geben. Schreibt ihn mir gerne in die Kommentare. Ich gucke jetzt erstmal, dass ich das Flugschiff irgendwo da... Oh, da unten sind Baloo und Basti. Da unten sind Baloo und Basti. Jungs! Jungs! Hallo! Hallo! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Guckt euch das mal an, Jungs! Boom, Jungs! Vorsicht! Hör auf, was? Bist du das, Kevin? Ja, das ist meine Geheimwaffe gegen Gaia! Du kämpfst auch gegen Gaia! Das macht doch keinen Sinn! Komm mal, wieso? Was ist denn das? Das habe ich entwickeln lassen von dem ganzen Geld, was wir geklaut haben. Du wolltest... Was? Lande mal bitte und steig mal aus. Ja, Moment. So, warte. Oh, vorsichtig. Das Ding muss man ganz vorsichtig landen. Das ist nichts für kleine Kinder hier, Leute. So, was? Moment. Erstmal den Tank leer machen. So. Und dann zack. Oh. Was um alles in der Welt? Ich meine, es ist süß und putzig und... Und das ist deine Geheimwaffe? Putzig? Das Geheimwaffe? Ding, das Ding ist mega. Ich habe noch was anderes, aber ich glaube, das kann ich euch hier so nicht zeigen. Wartet mal. Da müssen wir hier, guck mal, passt mal auf. Schaut mal ins Wasser. Das kann ich aus diesem Teil werfen. Wow. Darf ich davon mal eins haben? Aber nur eins, Baloo. Eins. Ich will wissen, wer es ist. Und werf es nicht auf mein Haus. Darf ich es auf Basti werfen? Nein, nicht auf Basti. Werf es ins Wasser. Guck dir mal Basti an. Nein, werf es ins Wasser. Wow. Was ist mit dir passiert, Basti? Er ist zu einem Viertel Dämon. Ich weiß nicht, was ich bin, aber das war auf jeden Fall die Neben. Ey, kann es sein, dass das Ding hier brennt irgendwie? Nee, ne? Ja, doch. Also, es sieht brennt aus, als ob es brennt. Wer brennt? Ich lande das mal. Bei mir will mal einer mitfliegen? Oh ja, bitte, los. Also, hey! Warte. Tschüss, Basti! Ich will auch fliegen! Okay, dann, das ist aber sehr schön hier oben. Ja, warte, wir landen das jetzt hier an meinem Haus. Das darf eigentlich niemand sehen, das müssen wir für uns behalten. Vor allem Gaia darf von der ganzen Sache nichts erfahren, Jungs. Ja, dann hast du jetzt schon einen Fehler gemacht. Wieso? Weil Basti da ist. Wieso, was ist denn mit Basti? Basti ist doch unser Freund. Ja, habe ich auch gedacht. Ich bin auch euer Freund, aber ich kämpfe diesen Krieg nicht. Ich bin für den Frieden, ich bin... Oh, der Motor ist so laut, ich kann dich kaum verstehen. Lass uns mal vor mein Haus hier gehen. Oh. Der labert die ganze Zeit irgendwas von Frieden. Kevin, Frieden? Du musst mit mir mitkommen zu Gaia. Wir müssen verhandeln, wir müssen diesen Krieg stoppen. Hör dir das nicht an, hör es dir einfach nicht an. Aber das könnten wir vielleicht machen, dann kann ich Gaia ausnutzen, um die Stimme meiner Frau vernünftig zu machen. Das finde ich eine gute Idee, Basti. Das ist unverantwortlich, Basti. Das können wir nicht machen. Nee, das ist unverantwortlich. Ich habe mit Gaia geredet. Er ist gar nicht so schlimm, wie er alle denkt. Ist unverantwortlich, Basti. Das können wir nicht. Vielleicht können wir mal einen kleinen Blick da bei ihm werfen wegen meiner Stimme. Dann komm mit! Nein! Das können wir nicht machen, Basti. Ich stehe auf der Seite von Baloo. Ich steh doch auch auf eurer Seite. Ihr kommt nicht beide so sicher mit und wir verhandeln mit Gaia den Frieden. Du willst doch jetzt nicht zu Gaia schon wieder hinrennen. Mit euch beiden. Er wird euch die Augen öffnen, dass dieser Krieg keinen Sinn hat. Guckt mich nicht so an. Ich halte mich da raus. Ich hab alles vorbereitet. Ich werde auch auf der Mauer stehen und gegen Gaias Armee kämpfen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mein Kopf. Explodiert gleich. Basti, ich kann dich von dem, was da auf deinem Kopf ist, befreien. Halten die nicht diese Hörner zusammen? Ich stehe zwischen den Fronten. Ich kann dir das abschneiden. Basti, warte mal ganz kurz. Ey, das fühlt sich voll cool an, so ein Horn. Richtig geil.
Komm Echt? Mit zu den Kristallen. Echt? Aber du hast... Nein. Ich will auch so ein Horn haben. Ich finde das mega cool. Ja, Kevin, das ist schon mal ein Anfang. So lernst du die andere Welt zu verstehen. Ja, dann zeig Kevin, mir mal. Kevin. Was denn? Aber spinnst du eigentlich komplett? Nee, ich will so ein Horn nicht. Du möchtest ein Dämon werden wie er? Nein, ich bin kein Dämon. Du bist ein Teil Dämon. Guck dich doch an. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich... Babalu, die Hörner sehen echt geil aus. Ohne Witz. Ich kann nicht gegen Gaia kämpfen und ich kann nicht gegen euch kämpfen, weil ich weiß, dass dieser Krieg einfach sinnlos ist. Er ist nicht sinnlos, es sei denn, du siehst das Leben als sinnlos an. Er will doch den Baum nicht zerstören, er will ihn beschützen. Mhm, das sagt er dir. Sag mal, wachsen die Hörner noch? Ich weiß es nicht. Aber... Basti, ich kann dieses Böse aus dir rausziehen. Entweder. Mit einem Blutreal. Ihr beide, ihr kommt jetzt mit... Oder ihr lasst es bleiben, weil ich gehe jetzt zu den Kristallen und meditiere noch eine Runde. Wie, du meditierst bei den Kristallen? Meinst du, diese drei Kristalle da vorne? Sind die, ja, nicht, guck, sind Kevin, die Kristalle nicht böse? Natürlich sind sie das. Die sind von einer bösen Aura. Hey, ich gehe nicht mit dahin. Ha, Kevin. Aber Kevin kommt. Also ich kann ich das nicht empfehlen. Ich will mir das nur mal angucken. Hast du sie noch nicht gesehen? Ja doch, ich habe die Kristalle gesehen, aber wir waren ja jetzt da, also das sind schon sehr viele, das beunruhigt mich auch ein bisschen, aber... Ja, ist vielleicht gut, dass du mitkommst, dann bekommst du auch die Macht. Mm-mm. Welche Macht? Nein, Kevin. Kevin, überleg es dir genau. Willst du wirklich... Du Gaia... Kevin, entscheide dich du weißt, Gaia, Balu Steinzeit, erinnere dich. Balu, du bist mein bester Freund. Du kannst auch mitkommen. Ich hab nichts gegen dich. Und auch nicht gegen Kevin. Ich gehe nicht zu Gaia, es sei denn, um ihn zu töten. Dann geh ich eben alleine. Tschüss. Komm, Kevin. Wir gehen nicht zu Gaia. Wie kannst du überhaupt das nur in Erwägung ziehen? Ich wollte gar nicht zu Gaia gehen. Ich wollte nur gucken, was Basti macht. Basti wird wahrscheinlich weiterhin bei den Kristallen meditieren und... Ich habe gestern erfahren, dass diese Kristallformationen eine Art Portal darstellen. So was habe ich mir schon gedacht. Das habe ich nämlich direkt vermutet, als ich heute hier schon mal lang gegangen bin und ich musste was aus meinem Haus holen. Da habe ich schon gesagt, so keine Ahnung, ob das vielleicht eine Art Portal ist, wodurch die Kämpfer Gaias kommen werden. Ja, ich habe von diesem blauen Massetrix gehört. Der war da als Spion und der hat erzählt, dass es diese Kristalle in der gleichen Formation auf der anderen Seite bei Gaia gibt. Okay. Und werden das noch mehr? Weil das sind ja immer mehr geworden, ne? Das kann ich dir nicht sagen. Aber Kevin, vielleicht kann ich sie mit meinem Sprengstoff, den ich hier habe, hochjagen. Das habe ich noch nie ausprobiert. Ich habe sie schon vorgestern gesprengt. Sie sind wiedergekommen. Aber ich habe davon ganz viel. Vielleicht kann ich das morgen in der Schlacht versuchen. Das können wir gerne machen. Aber Kevin, kann uns dein Flugzeug zurückfliegen in unsere alte Stadt? Ja, natürlich kann ich damit zurückfliegen. Das ist kein Problem. Ich bin heute etwas geschwächt. Ich habe mit meiner Blutmagie die Stadt geschützt und irgendwie... Ich komme nur nicht da hoch. Ich muss hier erstmal durchs Haus gehen jetzt. Einen Moment, Balu. Ich bin unterwegs. Ja. Aber was ist mit Basti? Willst du den jetzt hier zurücklassen? Einfach so. Wenn er ein Freund Gaias ist, er hat mir zugesichert, sich in der Schlacht nicht einzumischen. Dann soll er es tun. Aber Basti kann uns doch nicht einfach so zurücklassen. Moment, ich muss erstmal den Tank wieder hier, so. Zack. Okay. Ich hoffe, du bist angeschnallt und alles. Was anschnallen? Vorsichtig, okay. So, jetzt geht's hier los. So, zack. Sehr schön. Weißt du auch, in welche Richtung du musst? Ja, ich weiß genau, wo lang wir fliegen müssen. Wir müssen hier. Immer geradeaus jetzt. Das ist der leichteste Weg. Wir fliegen jetzt direkt über die Kristallfelder. Vorsichtig hier. Wow. So, da auf unserer linken Seite. Da siehst Seite. Du den Strahl da rechts? Ja. Das ist der Zauber, der die Stadt schützt. Und der ist gespeist von meinem Blut. Guck mal, da sind die Kristalle. Das sind mehr geworden. Oh, und guck mal, das Problem ist, die Mauer ist eingerissen. Das ist mir heute. Guck mal, und da sind auch andersfarbige. Hast du die schon gesehen? Was ist da denn passiert? Die Mauer hat einen Riss bekommen. Ja. Und da, guck mal, da ist ein gelber Kristall. Siehst du ihn auf der rechten Seite? Stimmt. Und da hinten, pass auf, ich habe noch einen roten entdeckt. Hier sind auch noch andersfarbige. Da, siehst du ihn? Nein, wo? Da rechts ist noch ein roter. Stimmt. Ich kann mal näher ran. Es wird immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Das ist nicht so. Ja, die Kristalle nehmen ja alles ein. Oh, meine Nerven. Aber die Frage ist, was haben diese farbigen Kristalle zu bedeuten, Balui? Und das übersteigt Basti? Mein Wissen. Kannst du Basti irgendwo sehen? Nein. Der ist wahrscheinlich doch da unten. Aber er ist...
Lass ihn. Lass ihn einfach in seinem Irrglauben. Okay, wir fliegen zurück. Wir müssen uns vorbereiten auf die Schlacht. Das hier scheint nur... Meine Güte. So langsam kriege ich aber echt Angst. Was willst du eigentlich jetzt in der anderen Stadt, Balui? Ich brauche meine Blutruhen. Sie sind dort alle. Ach so, ich wollte schon sagen... Wenn es wirklich zu einer Schlacht kommt, brauche ich dort alles. Wann soll die Schlacht denn nochmal stattfinden? Ich hatte irgendwie gehört... morgen? Dienstag? Ja, und dann hatte ich irgendwie gehört 19.30 Uhr oder so. Irgendwie Gaia hat sogar schon einen Zeitpunkt genannt, wann er angreifen möchte. Ja, das haben Revis Spitzel rausbekommen, richtig. Oh Gott, ich hoffe, wir schaffen das. Naja, ich meine deine Erfindung hier. Damit rechnet Gaia bestimmt. Guck mal, die ist sehr mächtig. Au! Oh. Hey! Oh, es tut mir leid, ich kann damit wohl nicht kämpfen, wenn jemand hier drin ist. Tut mir leid. Ah, meine Güte. Was mit deinem TNT? Kannst du das auch nicht werfen, während ich drin sitze? Das lassen wir mal lieber mit dem TNT. Das machen wir lieber mal nicht. Ich glaube, das sollte ich lieber nicht machen, wenn jemand dabei ist. Ich bin da ein bisschen zu nervös. Oh, vorsichtig. Oh Gott. Nicht so schnell. Flieg doch langsamer, Kevin. Dass du da schon so gut fliegen kannst. Oh, vorsichtig. Wow. Oh Gott. Mann. Eieiei. So, vorsichtig, ich lande. Lass mich runter. Ich benutze doch lieber meine Blutruhen für sowas. Danke, Kevin. Oh. So, ich gehe mich ausruhen. Oh, shit. Der Motor geht ja eh gleich von alleine aus. Hier hinten muss ich runter, ja. Okay, Balu, ich denke, wir hören uns dann, ne? Ja, wir hören uns. Ich melde mich bei dir morgen. Ja, mach's gut. Bis dann. Oh, Leute, also das ging nochmal gut. Also die Geheimwaffe, die funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Das Problem ist nur, Basti hat es jetzt gesehen. Ich hoffe, dass davon Gaia nicht Wind bekommt von der Geheimwaffe. Und, ich kann nicht zu Tana gehen. Wenn ich jetzt da reingehe, dann wird Tana mich wieder zulabern. Ich hoffe, dass das alles gut geht, Leute. Und keine Ahnung, also ihr wisst Bescheid, ne? Dienstag 19.30 Uhr ist wohl der Angriff geplant. Ich werde natürlich viel, viel früher am Start sein schon, ja. Also ich werde bestimmt schon so ab 14 Uhr da sein. Also wer Lust hat, kann ja schon eher da sein und sich mit mir zusammen auf die Schlacht vorbereiten und alles. Und wir hören uns ja eh nochmal vorher, ne? Ich werde jetzt erstmal noch ein bisschen drüber nachdenken, wie ich das mit der Waffe am besten alles anstelle, und wir hören uns dann morgen, ne? Bis dann, tschüss, Leute!